So, ich habe noch gerade mal hier die meine Notizen hier rausgelegt. Upsa. Wo seid ihr? Wo ist das Spiel? Da. So, dann machen wir mal weiter. Schmeißen das hier in den Sand hier rein. Und auch die Cobblesteine und den Kies. Ach so, richtig. Genau. Die Station muss ich ja hier auch noch weitermachen. Die war ja noch gar nicht fertig. So, da muss ich ja noch verkabeln. So, müsste eigentlich jetzt schon ausreichend sein, wenn ich da wieder hochkomme. Nehmen wir den mal weg hier. So, jetzt rechts an, okay. Links an, okay. Und jetzt beides an. Okay, wunderbar. Die Station funktioniert. Station à la Eroini. So. Ja, geschlafen habe ich doch gerade. Aber ich könnte mir noch eine Schaufel bauen. Nee, da habe ich ja noch eine. Brauche ich gar nicht. Okay, wunderbar. Weiter geht's. Ja. Ich wollte ja eigentlich auf Zeitraffer schalten, aber ich habe ja noch ein Thema. Und zwar die schöne Welt der Zahlen. Und ich meine jetzt nicht irgendwie Mathematik oder was, sondern wirklich die Zahlen. Die deutschen Zahlen sind ja ein bisschen, die Bezeichnung für Zahl ist ja ein, ist ja ein bisschen verwirrend. Nicht nur immer nur für Ausländer, auch für Deutsche manchmal. Denn wir sagen ja die Zahlen andersrum, als wir sie schreiben. Ne? Wir schreiben die Zahlen von rechts nach links. Also die 25. Wir lesen ja auch eigentlich von rechts nach links, nur die Zahlen 25. Da sagen wir zunächst die 5, die an zweiter Stelle steht, und dann die 20. Also ein bisschen unlogisch. Übrigens, die Zahlen, die Araber schreiben normalerweise von rechts nach links, aber die Zahlen, die sie schreiben, sind auch von links nach rechts. Auch für die ist das sicher sehr ungewöhnlich. Was haben wir denn jetzt hier? Jetzt kommt wahrscheinlich gleich hier alles runter. So. Eine Stunde ist schon wieder um. Und ich wollte noch, das hatte ich noch gar nicht gesagt, ich wollte eigentlich noch Lehm farmen. Okay, dann fangen wir mal an mit den Zahlen. Wir haben früher bis gerechnet mit einem Duodezimalsystem. Ein Dezimalsystem ist die 10 Ziffern von 0 bis 9. Habe ich keine Fackel mehr? Nee. Die Ziffern von 0 bis 9, das ist ein Duodezimalsystem. Dann gibt es die Ziffern von 0 bis 9 plus noch 6 Zahlen. A bis F, glaube ich, geht das dann. Das ist ein Hexadezimalsystem. Das gibt es auch
im Computer ab und zu, denn die 16 ist ja ein Vielfaches von 2. Alles, was ein Vielfaches von 2 ist, kann man ja schön mit dem Computer verarbeiten. Denn der Computer an sich arbeitet ja mit einem Binärsystem an und aus. Set, sit, also 0 und 1. Ihr könnt übrigens mit dem Binärsystem bis mit den Fingern eurer Hand, wenn ihr das binär auffasst, ja, also 1001001100, dann als Binärzahlen, könnt ihr mit euren Ziffern, mit euren Händen, euren Fingern viel mehr Zahlen abbilden als nur die 0 bis 10. Ihr braucht zum Beispiel nur mal von der linken Hand anfangen, zum Beispiel den Daumen hochhalten. Das ist eine 1. Kein Finger hoch ist eine 0, der Daumen hoch ist eine 1. Der Zeigefinger hoch ist eine 2. Daumen und Zeigefinger hoch ist eine 3. Mittelfinger hoch ist eine 4. Mittelfinger und Daumen hoch ist eine 5. Mittelfinger und Ringfinger hoch ist eine 6. Und da könnt ihr also wirklich, da kommt ihr dann nämlich dann beim 1, 2, 4, 8. Wenn ihr dann den kleinen Finger hoch habt und alle 5 Finger dann der linken Hand zum Beispiel hoch habt, dann seid ihr bei 31 binär. Könnt also schon mit einer Hand bis 31 zählen. Mit zwei Händen kommt ihr dann im Binärsystem schon über 1000. Man muss dabei allerdings auch unheimlich aufpassen, also es ist natürlich viel einfacher. Das ist klar, mit dem ganz normalen System zu rechnen. Wir haben in Deutschland aber früher mit dem Duodezimalsystem gerechnet. Und wie kann man, komme ich da drauf? Also, das ist jetzt, habe ich nirgendwo gelesen, habe ich mir selber überlegt. Wie kommt man da drauf? Nun, es gibt die Zahlen von 1 bis 12. Die haben eigene Namen. 13 ist zusammengesetzt aus 10 plus 3. Aber der Deutsche und auch der Engländer übrigens, da geht es ja 10, 11, 12, das sind ja auch noch eigene Zahlen, eigene Worte. So, wieder 31 von der Sorte. Die Engländer haben also auch wie die Deutschen. Ja, wo kam das her? Ich denke mal, aus den gemeinsamen Vorfahren her ist das gekommen, denn die Engländer sind ja auch Germanen und sind also ja dann irgendwann haben sie die Angeln und die Sachsen sind nach England übergesetzt und haben die alten Briten vertrieben oder beziehungsweise dann assimiliert wahrscheinlich. Die Briten, das waren ja ein keltischer Volksstamm. Genauso wie die Skotten. Und deswegen heißen sie auch Angelsachsen, die Engländer meine ich. Und da kommt das ja auch her. England kommt ja von Angeln. Wo ist Angeln? Angeln ist eine Landschaft, glaube ich, in Schleswig-Holstein. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da sind also die Briten früher hergekommen. Ja, also 11, 12, dann kommt 13, 14. Und das ist in vielen germanischen Sprachen so. Bei den Franzosen ist es ganz anders. Die haben
Na, jetzt müssen wir doch Eisen nehmen. Die Franzosen haben eigene Worte bis 16 für die Zahlen. Das heißt, die haben früher mit einem Hexadezimalsystem gerechnet. So ähnlich wie die modernen Computer zum Teil jetzt. Die ja auch zum Beispiel die Farben, wenn man die... ihr seht das ja manchmal, FFF ist dann, glaube ich, ganz weiß, wenn ich das richtig im Kopf habe, und 00 ist ganz schwarz oder umgekehrt. Sonne, wo bist du? Unter dem Horizont. Es geht gleich weiter nach dem Schlafen mit dem interessanten Thema.